Halblinge. Sie schätzen ihre Familie, ihre Freunde und die Ruhe ihres Heims. Das ist so ziemlich alles, was die Allgemeinheit der Halblinge beschreibt. Aber alle Jahre wieder packt einen jungen, kleinen, mutigen Recken die Wanderlust und er macht sich auf ins Abenteuer. Wenn ihr euch für diese Rasse entscheidet, war es bei eurem Charakter vielleicht ja genauso. Durch die Herr-der-Ringe-Filme sind die meisten, denke ich, einigermaßen mit den Halblingen vertraut und das lässt sich relativ gut auf D&D übertragen. Wobei es natürlich doch gewisse Unterschiede gibt, aber es kommt eben auch immer auf euer Spiel und eure Welt aus eurem Spiel an. Gut, also ohne lang zu schnacken, gucken wir uns die Vorteile an, die ihr erhaltet, solltet ihr diese Rasse spielen wollen. Ihr erhaltet +2 auf euren Dexterity-Wert. Als Erwachsen gelten Halblinge etwa mit dem 20. Lebensjahr und sie können bis zu 150 Jahre alt werden. Heute ist mein 111. Geburtstag. So. Die Durchschnittsgröße liegt bei etwas über 90 cm und sie gelten daher als Small. Euer Speed beträgt als Halbling 25 Feet. Halblinge sind wahre Glückspilze und dürfen daher, wenn sie eine 1 mit einem D20 für eine Attacke, Ability Check oder Savings Throw würfeln, diesen Wurf wiederholen und das neue Resultat nehmen. Außerdem weiß jeder von dem Mut der Halblinge und sie haben daher Advantage auf Savings Throws gegen die Frightened Condition. Aufgrund ihrer Beweglichkeit könnt ihr als Halblinge auf dem Schlachtfeld durch den Space von anderen Einheiten gehen, die mindestens eine Größe größer als ihr seid. Ja, ihr müsst nicht dann drumherum gehen, sondern könnt da eben quasi durchlaufen. Ihr könnt Common und Halfling lesen, schreiben und sprechen. Es gibt im Player's Handbook 2 beschriebene Subraces für die Halblinge. Das sind zum ersten die Lightfoot-Halblinge. Hier erhöht sich euer Charisma-Wert noch einmal um 1 und ihr verfügt über die Fähigkeit, dass ihr euch versuchen könnt zu verstecken, selbst wenn nur eine größere Kreatur als Deckung neben euch zur Verfügung steht. Lit. Die zweite Subrace sind die Stout-Halblinge und ich kann euch sagen, wenn ihr einen Halbling-Tank spielen wollt, dann ist das hier der Way to go. Konstitution erhöht sich nochmal um 1 und ihr habt Advantage auf Saving Throws gegen Poison und habt außerdem Resistance gegen Poison Schaden. Gut, das war's auch schon. Schnelle Zusammenfassung der Halblingen-Rasse aus D&D 5. Edition. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.